Oh, das war echt gutes Licht. Haha. Ich höre mich hier gerade doppelt. Das müssen wir mal muten. Servus Freunde und herzlich willkommen zu dem ersten Video im Jahre 2023. Und dieses Video ist tatsächlich für mich gar kein einfaches Video, denn ihr habt euch bestimmt gefragt oder die Frage ist immer wieder, warum ist es ab und zu so ruhig? Und diese Frage kann ich euch eigentlich recht einfach beantworten, und zwar fehlen mir manchmal einfach die Ideen für Videos, und deshalb mache ich zum Beispiel auch gerade dieses Video, um euch einfach mal abzuholen, was geht in meinem Kopf so vor, was ist denn überhaupt los und woran liegt es? Und da könnt ihr mir tatsächlich direkt behilflich sein, indem ihr, wenn ihr Videoideen habt oder Wünsche habt, was ihr sehen wollt, sei es kameratechnisch, sei es radtechnisch, also radvideotechnisch natürlich, einfach unten in die Kommentare, weil es ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen, und ich ernähre mich tatsächlich, also ich sage jetzt mal ernähren, ich ernähre mich tatsächlich auch aus euren Kommentaren, um eben Videoideen zu bekommen. Ich habe so zwei, drei Videos im Kopf, die ich dieses Jahr auf jeden Fall umsetzen möchte, beziehungsweise eins davon schon relativ zeitnah, aber das sind alles größere Videos. Die sind ein bisschen schwieriger umzusetzen, die brauchen deutlich mehr Planung, die kann ich nicht alleine machen, da brauche ich Protagonisten, und die sind halt sehr, sehr aufwendig. Umso geiler wäre es natürlich, wenn ich dann immer wieder mal Themen habe für so Videos, die man mal zwischendurch machen kann, weil an sich, was ist mein Ziel für dieses Jahr? Ich meine, dazu wird es auch nochmal separat ein gesondertes Video geben. Aber an sich möchte ich dieses Jahr ganz gerne den YouTube-Partnerstatus erreichen. Und zwar 1000 Abonnenten und eine gewisse Anzahl an Spielstunden, also Abspielstunden. Ich glaube 84.000 Stunden, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall wäre das so mein Meilenstein für dieses Jahr, YouTube-Partner zu werden. Diese Partnerschaft zu bekommen, dass ich Videos monetarisieren kann und einfach den nächsten Schritt zu machen. Da könnt ihr mir tatsächlich auch schon direkt bei helfen, indem ihr diesen Kanal teilt. Teilt ihn mit Freunden, teilt ihn auf Facebook. Facebook? Gibt es Facebook überhaupt noch? I don't know. Facebook ist gefühlt eine Nachrichtenplattform geworden. I don't know. Egal. Also, teilt ihn mit euren Freunden, teilt ihn mit eurem Haustier, teilt ihn mit euren Eltern, was auch immer. Je mehr Abos, desto besser. Geiler wäre es natürlich auch noch, wenn es aktive Abos sind. Das heißt, wenn eure Freunde oder Leute, die sich das auch reinziehen würden, für die das auch interessant wäre, dieses Thema Filme machen, Radfahren, Outdoor-Sachen, einfach eine geile Zeit haben, wenn die aktiv sind auf diesem Kanal, sprich liken, kommentieren, abonnieren, was ihr übrigens auch tun solltet, also unten gibt es alle drei Optionen, dann wäre es umso geiler, weil je mehr Engagement, je mehr Input ich bekomme, desto geiler werden natürlich die Videos. Also, nicht umsonst ist YouTube eine Community-Plattform, weil ne, man muss auch immer so ein bisschen miteinander arbeiten. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich muss kurz hier spicken. Ja, also zwei, drei Videos habe ich definitiv im Kopf. Es sind Mountainbike-Videos, aber wie gesagt, es sind halt relativ aufwendige Videos. Die kommen, wenn sie dann kommen. Das braucht ein bisschen mehr Aufwand. Also wenn euch kameratechnisch zum Beispiel irgendwas interessiert, ein Review für die Red, der kommt auch noch. Also den muss ich noch schreiben, texten. Und dann könnte das sogar tatsächlich eins der nächsten Videos sein. Und ja, die Frage ist, die könnt ihr mir vielleicht sogar auch mal mit beantworten. Hat dieser Kanal eine Nische? Soll dieser Kanal eine Nische haben? Wollt ihr lieber, dass alles auf ein Thema eingeht? Also wollt ihr zum Beispiel lieber nur Kamerazeug haben? Oder wollt ihr nur Mountainbike- oder Rennradzeug haben? Oder eben nur Fahrradzeug? Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn es mal so diese, wenn die Nische aus allen drei Themen besteht, ne? Also jemand, der Rad fährt und gleichzeitig Videos und Fotos macht. Ich denke, davon gibt es gibt schon welche, aber es gibt nicht so viele. Wenn man jetzt rein auf das Foto-Video-Zeug geht oder rein auf das Radzeug geht, davon gibt es welche. Somit habe ich mir eigentlich meine Frage gerade selber beantwortet. Habe ich eine Nische? Ich würde mal sagen, schon. Aber schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was ihr denkt, was meine Nische wäre oder was ihr davon haltet. Und ich bin ganz gespannt auch auf eure Videovorschläge, Themen, die euch interessieren, Themen, die ihr bearbeitet haben wollt. Und ja, wir haben Mitte Januar, es ist relativ warm draußen, jetzt kommt zwar nochmal eine Kältewelle,
aber wir waren schon Mountainbike fahren. Leider ist nie ein gescheites Video daraus entstanden, aber ein paar Schnipsel kann ich euch auf die Shorts mal posten. Da gibt es sogar tatsächlich schon ein, zwei. Und ich bin super gehypt auf die Mountainbike-Saison. Rennrad ist gerade noch auf der Rolle, aber auch das wird bald wieder ausgepackt. Und dann geht es endlich wieder los. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf Fahrradfahren. Und ich glaube, 2023 wird unser Jahr. Also sowohl YouTube-mäßig, als Radmäßig, als Content-mäßig. Instagram natürlich auch nicht vergessen. Da ist täglich was am Start. Also neue Posts, neue Reels, neue Stories. Also da definitiv mal hier oben noch ein Abo dalassen. Und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr diesen Kanal mit euren Freunden teilt, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und natürlich auf jedem Video, was ihr schaut, ein Like dalasst und mir dabei helft, das Ziel für dieses Jahr zu accomplishen, zu erreichen, weil das können wir tatsächlich nur zusammen schaffen. Also, Abo dalassen, mir dabei helfen, dieses Jahr die 1000 Abos zu knacken. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen, aber ich kann euch sagen, dieses Jahr kommt einiges an Content und zwar richtig, richtig guter Content. Aber dazu kommt bald mehr. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Da könnt ihr mir tatsächlich auch direkt bei helfen, indem ihr diesen Kanal in... Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber schreibt mal gerne unten...